Es ist 19:30, hier ist die Zeit im Bild. Meine Damen und Herren, guten Abend. Der EU-Wahlkampf geht ins Finale. Heute in einer Woche wird gewählt. Welche Themen haben die letzten Wochen dominiert? Die Hochwasserlage in Süddeutschland ist weiter dramatisch. Wann ist mit Entspannung zu rechnen? Und die legendäre TV-Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek ist 92-jährig gestorben. Mit welchen Rollen hat sie sich in die Herzen des Publikums gespielt? Kühl und nass bleibt das Wetter. Heute in einer Woche, am 9. Juni, findet die Wahl zum EU-Parlament statt. Der Wahlkampf geht also ins Finale. 7 Parteien treten in Österreich zu dieser Wahl an. Die Sachthemen wurden manchmal aber überlagert. Blicken wir daher jetzt auf die Schwerpunktsetzungen der Parteien. Es ist die Woche des Wahlkampffinales mit letzten TV-Auftritten, Themensetzungen und den berühmten Abschlussveranstaltungen. Die EU wird unterschiedlich wahrgenommen. Ja, nicht aussteigen, ja. Immer weiter, ja, die Jugend will ja was Neues. Es gibt sehr viele Vorschriften und Dinge, Themen, die meiner Meinung nach ein bisschen vorbeigehen an dem, was die Zielsetzung ist. Neben der Migration ist im Wahlkampf vor allem das Klima ein Thema und damit auch die Frage, wie kann die EU Wirtschaft und Umweltschutz unter einen Hut bringen. Die Neos werben für mehr Europa, die FPÖ will weniger EU und spricht von einem, Zitat, EU-Wahnsinn. Vor allem mit sich selbst beschäftigt waren die Grünen, im Zentrum ihrer Kampagne der Klimaschutz. Die SPÖ warnt vor einem Rechtsruck und einer sozialen Spaltung der Gesellschaft. Die ÖVP setzt auf weniger Regulierung und die Verbrennertechnologie bei Autos. Die KPÖ wirbt mit dem Thema Wohnen. Die Liste DNA will die Corona-Politik aufarbeiten. 6 Tage bleiben noch für Positionierungen. Dabei steigt morgen auch Bundeskanzler Karl Nehammer ins Wahlkampffinale ein. Mit einem runden Tisch zur Autoindustrie, inklusive ÖVP-Dauerbrenner, einem Nein zum Aus von Verbrennermotoren. So könnte der Wahlkampf in der letzten Woche doch noch Fahrt aufnehmen. Nicht zuletzt die im Bericht angesprochene Initiative der ÖVP wirft eine Frage auf. Was ist aus dem Green Deal der EU geworden? Der Green Deal war ein zentrales Projekt der gegenwärtigen EU-Kommission, aber zuletzt hat es immer mehr nationale Bestrebungen gegeben, ihn wieder aufzuweichen. Eine Vision rückt näher. Europa soll der Welt zeigen, wie grünes Wachstum geht. Der Green Deal sei so bedeutend wie die Mondlandung, hat Ursula von der Leyen gesagt. This is Europe's man on the moon moment. Die Treibhausgase müssen in der EU bis 2030 um 55% sinken und jedes Land muss dazu beitragen. Wir dürfen immer weniger CO2 verursachen, nicht nur in der Industrie, sondern zum Beispiel auch im Verkehr. Deshalb auch die Debatte darüber, dass keine neuen Benzin- und Dieselautos mehr zugelassen werden sollen. Es gibt auch ehrgeizige Ziele für den Ausbau von erneuerbaren Energien oder Pläne, wie die Industrie und die Landwirtschaft grüner werden. Es wurden in den letzten Jahren in Europa sehr viele wichtige Weichenstellungen gesetzt. Was wir aber jetzt gerade beobachten, ist, dass, wo die Maßnahmen konkret werden, sich sehr viel Widerstand regt. Deshalb wurden viele Vorhaben aufgeweicht. Man sieht das am Widerstand gegen das Verbrenner aus oder dass keine Einigung gelungen ist, Pestizide zu reduzieren. Oder dass Österreich zum Beispiel dem Gesetz zur Wiederherstellung der Natur nicht zustimmen will. Interessensvertreter aus der Wirtschaft und der Landwirtschaft fürchten zu viele Nachteile. Die EU-Wahl wird entscheiden, wie die sprichwörtliche Reise zum Mond weitergeht. Diese Wahl entscheidet also viel, wie wir da gerade hören, Peter Unger, mehr als im Wahlkampf in Österreich durch die Parteien vermittelt werden konnte? Ja, auf jeden Fall, denn inhaltlich ist das schon ein dünner Wahlkampf gewesen. Wichtige Zukunftsthemen, zum Beispiel wie kann man den Wohlstand in Europa erhalten, sind zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung kaum diskutiert worden. Die ÖVP versucht jetzt noch den Benzinmotor als Retter des Wirtschaftsstandorts ins Spiel zu bringen. 3 Wochen lang ist der Wahlkampf von der Causa Schilling überlagert worden. Das liegt einerseits an den Medien und der Berichterstattung, aber auch am holprigen Krisenmanagement der Grünen. Die Affäre ist dadurch größer geworden, als sie tatsächlich ist. Die SPÖ hat kaum Themen setzen können. Bei FPÖ und NEOS weiß man zumindest, wofür sie stehen. Die FPÖ für weniger EU, die NEOS für mehr EU. Und 70% der Wählerinnen und Wähler sagen in einer Umfrage für den Standard, die Wahl ist wichtig. Ob sie wirklich hingehen werden, werden wir am Sonntag dann sehen. Und darum geht es jetzt in der letzten Woche um die Mobilisierung der Wählerinnen und Wähler, denn das Ergebnis ist richtungsweisend. Nach der Wahl ist ja vor der Wahl.
Auf das kommen wir jetzt gleich. In diesem Superwahljahr, das wir heuer haben, läuft natürlich alles auf den Nationalratswahlkampf oder auf die Nationalratswahl hinaus. Was heißt also nach der Wahl für die Nationalratswahl im Hinblick auf die Ergebnisse, die da jetzt bei der EU-Wahl von den einzelnen Parteien erzielt werden können? Also die Wahl wird definitiv großen Einfluss, also die EU-Wahl auf die Nationalratswahl haben, sowohl inhaltlich als auch strategisch. Die FPÖ will ihre Umfrageergebnisse ins Ziel bringen, Platz 1 erreichen und sie wird im Nationalratswahlkampf auf dieselbe Erzählung setzen, wir gegen die da oben. Dann gibt es jetzt in den Umfragen einen Kampf um Platz 2 zwischen ÖVP und SPÖ. Bundeskanzler Nehammer will im Nationalratswahlkampf das Kanzlerduell mit Herbert Kickl ausrufen. Wenn die ÖVP jetzt auf Platz 3 landet, dann wird ihm das kaum jemand glauben. Für die SPÖ ist es die erste Wahl unter Parteichef, Bundeswahl unter Parteichef Andreas Babler. Da könnte ein Erfolg Auftrieb geben. Die Grünen, die brauchen Schadensbegrenzung und das Thema Klima statt Schilling. Und für die NEOS ist ein Erfolg sehr wichtig, denn zuletzt haben sie ja mehrere Niederlagen einstecken müssen. Also am Tag nach der EU-Wahl beginnt der Nationalratswahlkampf. Dazwischen liegt noch eine Fußball-Europameisterschaft und ein langer Sommer. Beides ist für die Stimmung im Land wohl auch entscheidend. Vielen Dank für diese Einschätzung, Peter Unger. Unsere Diskussionssendung im Zentrum kommt heute dann noch einmal auf die Frage zurück, wohin sich die EU entwickeln soll. Bei Claudia Reiterer diskutieren darüber unter anderem die ehemalige EU-Verhandlerin Brigitte Ederer und Südtirols Landeshauptmann Kompatscher. Zuvor in der ZIB 2 geht es bei Margit Laufer um die hohe Zahl der Firmenpleiten in Österreich. Insolvenzexpertin Cornelia Wesenauer ist dazu Gast im Studio. Die Hochwasserlage im Süden Deutschlands bleibt weiterhin höchst angespannt. Neuerlich wird mit großen Regenmengen gerechnet. Mittlerweile ist ein Feuerwehrmann bei den Hilfsarbeiten ums Leben gekommen. Ein weiterer wird, nachdem sein Boot gekentert ist, vermisst. Ein Damm ist gebrochen und daher gibt es auch wieder viele Evakuierungen. 3000 Menschen mussten zuletzt ihre Häuser verlassen. Der Gedanke ist verlockend, doch selbst der stärkste Nasssauger wäre mit den Fluten in Bayern eindeutig überfordert. Die Wassermassen seien teilweise unberechenbar, warnen die Einsatzkräfte. Immer wieder brechen Barrikaden, immer mehr Menschen müssen ihre Häuser verlassen. Viele wissen nicht, wann und ob sie überhaupt wieder zurück können. Die Politik verspricht Unterstützung. Bayerns Ministerpräsident Söder bringt den deutschen Vizekanzler mit ins Krisengebiet. Er wisse um die Ratlosigkeit der Betroffenen, sagt Habeck. Und das ist, glaube ich, auch der Sinn von unserem Besuch, jetzt hier einmal zu zeigen, dass wir es sehen, dass die Politik, die Bundesregierung sieht, was hier los ist und dass wir in Solidarität des Landes zusammenstehen und helfen werden und helfen wollen, wo wir können. Hilfe oder besser Entlastung brauchen auch die Zehntausenden Helfer selbst. Viele sind pausenlos im Einsatz. Die Bundeswehr schickt Soldaten zur Ablöse, um Ermüdungsfehler und Unfälle zu vermeiden. Denn die Gefahr ist längst nicht vorbei. Wann ein Damm nachgibt, ist kaum einzuschätzen. Und jetzt haben sie gesagt, evakuieren vor, wird es um 7:30 losgegangen ist. Das ist innerhalb von 10 Minuten 20 cm gestiegen. Das ist Wassermengen gekommen, hat man noch nie gesehen. Die Wetterlage dürfte sich erst am Dienstag entspannen. Bis dahin bleibt der Hochwasseralarm in Bayern in Kraft. Die USA und Israel verhandeln in Ägypten über die Wiedereröffnung des Grenzübergangs in Rafah. Gleichzeitig wächst der Druck auf den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu, dem von US-Präsident Biden präsentierten Friedensabkommen zuzustimmen. In Tel Aviv sind gestern wieder tausende Menschen auf die Straße gegangen und haben Neuwahlen gefordert. Der israelische Präsident Herzog meinte, es gebe keine größere Pflicht als die Rückholung der Gefangenen und Geiseln. Der rechte Koalitionspartner Netanyahus lehnt den Vorschlag des US-Präsidenten hingegen ab. Während die Staaten Ägypten, USA und Katar, die im Konflikt vermitteln, sowohl Israel als auch die Hamas auffordern, dem Vorschlag zuzustimmen. Und das alles wollen wir jetzt mit Karim El-Ghouari vertiefen. Karim, dieser Vorschlag wurde von US-Präsident Biden kommuniziert, um den Druck auf beide Seiten zu erhöhen. Aber haben die USA tatsächlich die Autorität, die Terrororganisation Hamas zur Zustimmung zu bringen? Ja, zunächst einmal nicht nur die USA, sondern auch die Vermittler Ägypten und Katar haben sich hinter diesen Vorschlag gestellt. Bei den Kriegsparteien gibt es natürlich viele Fragezeichen. Obwohl es ein israelischer Vorschlag sein soll, haben wir ja gerade gehört, der israelische Premier Netanyahu lehnt das Ganze bisher ab. Benny Gantz, der auch im Kriegskabinett ist, ist dem eher positiv gegenübergestellt. Also da ist das letzte Wort in Israel noch nicht gesprochen und wir warten da auf ein klares Wort aus dem Kriegskabinett. Was die Hamas angeht, auch
hier doch noch einige Fragezeichen. Dieser Vorschlag ähnelt ja sehr, der auf dem Tisch liegt, sehr einem Vorschlag, den die Hamas schon vor Wochen abgezeichnet hat. Dementsprechend auch erstmal positive Zeichen, Anzeichen von Seiten der Hamas. Aber ein Sprecher der Hamas, Osama Hamdan, hat auch gesagt, dass die Hamas bisher noch nicht einen schriftlichen Vorschlag bekommen habe. Ich glaube, die Hamas wartet einfach erstmal ab, ob tatsächlich am Ende von Israel Zustimmung kommt. Also mehr Fragen als Antworten. Ich glaube, die nächsten Stunden und Tage werden da hoffentlich mehr Klarheit bringen. Aber wenn man mit der Hamas einen Deal abschließt und gleichzeitig sagt, die Hamas dürfe keine Rolle mehr spielen, nicht mehr existieren, wie passt das zusammen? Wie kann eine Zukunft im Gazastreifen dann überhaupt aussehen? Naja, was klar ist, dass nach fast 8 Monaten Krieg es Israel nicht gelungen ist, die Hamas zu zerstören. Jetzt in diesem Plan wird die Frage, wer den Gazastreifen verwaltet, wenn sich die israelische Armee tatsächlich dort zurückzieht, die ist dort erst einmal ausgeklammert. Aber es gibt natürlich verschiedene Szenarien, die diskutiert werden von der palästinensischen Selbstverwaltungsbehörde im Westjordanland, die eine Rolle übernehmen könnte, bis hin zu Palästinensern im Gazastreifen, die von der Hamas unabhängig sind, oder ist sogar von arabischen Friedenstruppen die Rede. Das Ganze hat immer einen Haken. Israel möchte die Sicherheitskontrolle über den Gazastreifen beibehalten. Das heißt, wer immer hier im Gazastreifen eine Aufgabe übernimmt, sei es die arabischen Friedenstruppen oder andere Palästinenser, die könnten ganz schnell den Ruf bekommen, Kollaborateure der israelischen Besatzung zu sein. Und da zeigt eben im Moment niemand groß mit dem Finger auf. Und das ist, glaube ich, einer der schwierigsten Probleme, die es für eine Nachkriegsordnung in Gaza zu lösen gilt. Karim El-Ghouri, vielen Dank für diese Einschätzungen. In Großbritannien platzen die Gefängnisse aus allen Nähten. Fast 100.000 Personen sitzen landesweit hinter Gittern, mehr als sonst wo in Westeuropa. Um die Überbelegung zu reduzieren, will man Häftlinge jetzt vorzeitig entlassen. Und diese Krise im Strafvollzug ist längst auch Thema im laufenden Wahlkampf, berichtet aus Großbritannien Jörg Winter. Der Strafvollzug chronisch unterfinanziert die Gefängnisse, von Schimmel und Ratten geplagt und komplett überbelegt. Großbritannien sperrt im Schnitt mehr als doppelt so viele Menschen weg wie etwa Deutschland. Um Platz zu schaffen, werden Häftlinge jetzt vorzeitig entlassen, bis zu 70 Tage vor dem regulären Ende der zu verbüßenden Strafe. Sexualstraftäter oder Terroristen sind davon ausgenommen. Hört sich die vorzeitige Entlassung von Stalkern oder häuslichen Gewalttätern an wie die Maßnahme von jemandem, der das Land sicherer machen will, fragt Oppositionschef Keir Starmer. Der Angesprochene kontert: Niemand wird vorzeitig entlassen, falls dies eine Bedrohung für die Öffentlichkeit bedeutet, beteuert der Premierminister. Dessen Tage im Amt könnten nach der Wahl am 4. Juli gezählt sein und damit Labour ein politisch heikles Problem erben. 3 Häftlinge in Zellen, die für eine Person ausgelegt sind. Sicherheitsmängel, fehlendes Personal. Die Zustände in britischen Gefängnissen sind besorgniserregend. Die Optionen liegen auf dem Tisch. Deutlich mehr Geld für größere Gefängnisse oder mildere Strafen, zumindest für bestimmte Vergehen. Ein Spagat für die Politik, unabhängig davon, wer künftig regiert. Ein jüngst geleaktes Dokument des Nationalen Polizeirates sorgt zusätzlich für Aufsehen. Darin werden Polizeichefs angehalten, von nicht unbedingt notwendigen Festnahmen abzusehen, um Platz in den Gefängnissen zu sparen. Unmittelbar nach dem Sieg von Real Madrid bei der Champions League gestern wurde bereits ausgelassen gefeiert. Wie das Team heute zu Hause empfangen wird, gleich noch ein Bericht nach den Meldungen. Der Polizist, der bei dem Messerangriff auf dem Mannheimer Marktplatz schwer verletzt worden war, ist tot. Das haben die deutschen Behörden heute Abend mitgeteilt. Bei dem Angriff am Freitag waren mehrere Personen verletzt worden. Das Motiv des Täters ist weiter unklar. Island bekommt eine neue Präsidentin. Die Unternehmerin Halla Thomasdottir hat die gestrige Wahl gewonnen. Zum zweiten Mal in der Geschichte Islands übernimmt damit eine Frau die Rolle des Staatsoberhaupts. Wahlberechtigt waren rund 270.000 Isländerinnen und Isländer. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte könnte es einer chinesischen Raumsonde bald gelingen, Gesteinsproben der Mondrückseite zurück zur Erde zu bringen. Die Sonde ist heute erfolgreich auf dem Mond gelandet. Die Proben könnten Aufschluss über die Entstehung von Mond und Erde geben. Nordkorea hat hunderte Ballons mit Abfall über die Grenze nach Südkorea geschickt. Als Reaktion auf Propagandaflugblätter, die immer wieder nach Nordkorea geschickt werden. Südkorea droht wegen der Müllballons nun mit, Zitat, unerträglichen Gegenmaßnahmen.
Die Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek ist im Alter von 92 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit in der Schweiz verstorben. Kubitschek hat über viele Jahre hinweg das deutschsprachige Fernsehen geprägt. Gesicht und Stimme sind wohl vielen bekannt, weil auch es viele Gelegenheiten gegeben hat, sie im Fernsehen zu erleben. Ob das Traumschiff oder Monaco Franze oder das Erbe der Guldenburgs. Kubitschek war in den 1970er, 80er und 90er Jahren ein Fixstern in der deutschsprachigen Fernsehlandschaft. Die gebürtige Tschechin wuchs in Sachsen-Anhalt auf. 1959 ging sie in den Westen. In dem Krimi Melissa feierte sie ihren Durchbruch. Ich habe auch gesehen, dass Erfolg nichts ist, was du essen kannst, von dem du dich nähren kannst, von dem du dich als Mensch entwickelst, sondern es ist Erfolg, der ist aber vergänglich. Übermorgen kann das vorbei sein. Und ich habe einfach was gesucht, wo ich mich menschlich festigen, entwickeln kann. Kubitschek war aber nicht nur als Schauspielerin tätig, sondern malte auch und schrieb Bücher. Glücklich kann dich kein anderer Mensch machen. Glücklich musst du dich selber machen. Du musst in dir zufrieden sein, du musst nicht mehr immer alles wollen, haben wollen und so, sondern sagen, es ist ja wundervoll, alles, was ich habe, ist reicht. Ruth Maria Kubitschek mit ihren Lebenserkenntnissen am Ende dieses Nachrufs. Im Wiener Konzerthaus findet gerade ein besonders symbolträchtiges Konzert statt. Das Kaddisch Requiem Babin Yar erinnert an Massaker der Nazis in der Ukraine. Aber die Aufführung durch Künstlerinnen aus der Ukraine heute in Wien erinnert auch an ihre eigene bedrängte Lage. So als würden sich die Stimmen der Ermordeten erheben, beginnt das Stück. Mehr als 33.000 jüdische Kinder, Frauen und Männer wurden damals getötet. Lange wurde darüber nicht gesprochen. Erst nach dem Zerfall der Sowjetunion wurde der Komponist Jewgen Stankowitsch zur Erinnerung an die Gräuel mit dem Kaddisch-Requiem Babin Yar beauftragt. Völkermord, das ist ja auch etwas, was nicht nur einmal gewesen war. Das kann sich ja wiederholen. Und darüber müssen wir über diese Sachen, über diese Geschichten sprechen. Die Musikerinnen und Musiker sind seit Beginn des Krieges im Westen im Exil. Der Chor Dumka ist aus der Ukraine im letzten Moment angereist. Für alle Beteiligten ein sehr emotionsgeladenes Konzert. Dieses Konzert dauert weniger als 2 Stunden. Danach verabschieden wir uns wieder. Und wer weiß, ob wir uns wieder treffen. Kommen wir zum Schluss noch einmal auf das gestrige Champions-League-Finale zurück. Der spanische Rekordmeister Real Madrid hat da unter Jubel gewonnen. Und dieser Jubel reißt nicht ab. Im Gegenteil, heute traf die siegreiche Mannschaft in Madrid ein und wird sicher noch bis in die Nachtstunden ausgiebig gefeiert. Die Kathedrale von Madrid ist mehr als ein Gotteshaus. Die Spieler von Real Madrid sind erschienen, um der Schutzpatronin den 15. Pokal der Champions League darzubieten. Alle Glaubensbekenntnisse sind vertreten. Der Besuch ist eine Tradition, seit der Verein den ersten Titel errang. Im Mai waren die Spieler schon einmal hier, um den Gewinn der 39. Meisterschaft zu feiern. Ich komme von weit her und es ist unglaublich. Ich fasse es nicht. Auch Politik spielt im spanischen Fußball eine Rolle. Der Wettbewerb gegen den Erzrivalen FC Barcelona wurde durch die Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien verschärft. Während die Separatisten in Spaniens Politik wieder Einfluss nehmen, konnten sie auf dem Fußballfeld gegen den königlichen Verein nichts ausrichten. Rivalitäten gibt es viele, aber es handelt sich um positive Rivalität. Unter den Fans von Real Madrid gibt es den Spruch, dass viele Vereine bei der Champions League dabei sind, aber nur ein Verein kann sie gewinnen. 6 Titel in 10 Jahren, das hat niemand erreicht und die Siegesserie geht weiter. Berichtet Josef Manola aus einer Stadt, in der es heute Nacht wohl sehr laut sein wird. Für die Spieler des Weißen Balletts gewiss ein guter Start in die neue Woche. Und einen solchen wünschen wir auch Ihnen. Auf Wiedersehen.